Hallihallo, ihr lieben Leute, juhu, zurück sind wir hier bei Rollercoaster Tycoon 3 in unserem tollen Freizeitpark Blackheart's Piratennest. Hier befinden sich die dazugehörigen Piraten nach wie vor in der Schlacht hier beschäftigt. Und wir wollen jetzt doch mal gucken, was hier so bei unseren ganzen neuen Attraktionen abgeht. Guck mal hier, wie sie alle so süß rumlaufen. Mit ihren Luftballons. Ja, wir haben Luftballons. Aber wieso sind es denn Papageien? Da sind Augen drauf. Hier sehe ich ein Auge. Aber wieso ist das jetzt ein Papagei? Ha, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, hier haben wir Dreck, Müll. Och, guck mal hier. Oh, da wird da gestritten oder geknutscht? Was habt ihr denn da gerade gemacht? Wer bist du denn? Komm her. Du, komm her. Du da. Hast du dich gerade mit deiner Schwester gestritten? Was hat denn der überhaupt in der Hand? Schirm. Und eine Kamera. Ah, jetzt regnet es. Achtung, jetzt macht er gleich seinen Schirmchen auf. Da ist er. Komm, mach deinen Schirm auf. Er macht seinen Schirm nicht auf. Na gut, dann lässt es gerade sein. Kann man eigentlich beim Schirm, jetzt wo es regnet, könnte man hier diesen ganzen Park ein bisschen bunter gestalten? Kann man da die Farbe auch ändern beim Schirm? Kann man das? Kann ich das machen? Nein, kann ich nicht. Ich kann mich nicht mehr 100% an alles erinnern. Ihr merkt das schon. So. Hier haben wir Warteschlange, wollte ich sagen. Ist hier auch ganz gut ausgelastet. Aber ihr seht es, sobald das Ding anhält und die alle reinlaufen, ist die auch schon wieder leer. Also macht das gar nichts. Jetzt wollte ich mal gucken, wie es hier eigentlich aussieht. Unsere 400 Besucher, wir brauchen sogar nur 300. Das mussten wir jetzt nur noch ein bisschen halten. Das haben wir gleich gewonnen. Die 20 Leute sind schon lang in unserer Badeanlage. Jetzt haben wir sogar schon 48 Personen drin. Stehen natürlich hier voll auf unsere Badeanlage. Die geht hier schon gut ab, sag ich euch. Die feiern die total ab, die Badeanlage. So, jetzt würde ich aber sagen, wir haben ja ganz gut Geld irgendwie. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier unseren Umsatz ein bisschen steigern, indem wir vielleicht noch was bauen. Wollen wir ein Tiergehege bauen? Ein Tiergehege? Wo kann ich denn wieder gleich? Ach, hier kann ich wieder gleich gucken. Vielleicht nicht unbedingt Eisbären, die passen hier nicht so hin. Elefant. Gorilla. Kamel wäre doch cool hier. Holzzaun. So ein Kamel wäre doch hier cool. Findet ihr nicht? So ein Kamel? Nashorn? Oder Orang-Utans? Die sind so süß. Kennt ihr diesen fürchterlichen Orang-Utan-Film mit dem Hannes Jenicke? Gott. Was die Menschen alles mit den Orang-Utans machen, ist ja also furchtbar schlimm. Oh Gott, jetzt wollte ich gerade was. Ich weiß nicht. Naja, eigentlich kann ich es schon erzählen. War früher, als ich mit meiner Mama noch im Zoo war, früher mal so. Oh! Gut gemacht. Sie haben das Anfängerlevel bestanden. Jetzt ist es an der Zeit, die Unternehmerziele in Angriff zu nehmen. Sie wurden mit einer kleinen Geldmenge belohnt. Na, die geben wir doch gleich aus. Wollen wir Orang-Utans bauen? Dann erzähle ich euch nämlich die kleine Orang-Utan-Geschichte. In dieser Zeit, wir brauchen einen Maschendrahtzaun. So. Welches ist denn der Maschendrahtzaun? Der da. So, wo bauen wir die hin? Würde ich sagen, bauen wir die direkt mal so hier hin, oder? Mit den Flaggen drin. Gibt es hier ein riesiges Orang-Utan-Gehege. Oder? Was machen wir jetzt einfach so? Vielleicht lassen wir irgendwo noch ein bisschen Platz für so eine. Nö, machen wir jetzt einfach hier so hin. Plopp. Ja, was wollte ich euch gerade erzählen? Ja, als ich noch mit meiner Mama früher so im Zoo am Start war, das ist wirklich schon sehr lange her, da waren wir wahrscheinlich in ein Affenhaus. Ja. Gab es auch Orang-Utan. Und der Orang-Utan, den es da gab, der Orang-Utan-Mann, der Orang-Utan-Chef da im Zoo. Der hat immer, wenn die Besucher an ihm zu lange oder zu nervig oder zu blöd irgendwie angegafft haben, das war, wie war das denn? Das war unten irgendwie Glas und oben war, also diese Abtrennung zwischen Menschen und Orang-Utan war unten Glas und oben, glaube ich, Draht, also irgendwie so, auch so Maschendrahtgedönse. Und da hat er immer rausgepinkelt. Da hat er immer die Leute vollgepisst. Die Sau. Das hat er immer gemacht, der Orang-Utan. Ja, und ich fand eigentlich, der hat recht. Eigentlich hat der Orang-Utan recht. Was soll das denn? Wieso sperren die da Tiere im Zoo und wollen dann nicht mal angepinkelt werden? Diese dummen Menschen.
Da muss man halt mit rechnen, wenn man sich so ein wildes Tier angafft im Zoo, da wird man halt vielleicht auch mal angestrullt. Ich fand das super. Und er hat nicht nur gestrullt, der fand sowieso sein Geschlechtsteil extrem spannend. Und der hat auch mit diesem Geschlechtsteil, auch noch andere Dinge gemacht. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen. Ich habe es damals auch noch nicht verstanden. Ja. Ja, aber es war halt dann so. Ne? Für aggressive Raubtiere, nee. Ein Gummiball. Spielen da mit Orang-Utans, mit einem Gummiball. Kriegen hier noch so einen Reifen. Dann machen wir hier noch ein bisschen so irgendwas davon rein. Da lassen wir jetzt mal alles an vielleicht. Wir bräuchten hier schon so ein bisschen so Orang-Utan-mäßig. Hier vielleicht so ein Bäumchen. Oder soll ich die Fahnen wegmachen? Wir lassen vielleicht nur die eine Fahne da und hier kriegen die Orang-Utans ein Bäumchen, ein Bäumlein und einen Haselnussstrauch kriegen die dahin. So, da haben die auch was zu tun. Vielleicht noch ein bisschen Gebüsch, dass die sich verstecken können. Und wenn sie die Schnauze voll haben, nicht unsere Besucher voll pinkeln, sondern vielleicht gehen sie dann hier einfach im Gebüsch spielen und lassen das mit dem Pipi machen. Oh, jemand schon wieder einen erbrochen, habt ihr es gehört? Bläh. So, da hinten ist so ein bisschen der Orang-Utan-Wald, wo die sich austoben können. Gibt es einen Haufen Büsche und noch eine kleine Stechpalme. So, das ist der Orang-Utan-Spielplatz da. Und noch ein Farn. So. Und noch eine Kokospalme irgendwie hier so. So. Da können sich die Orang-Utans da hinten im Urwald vergnügen. Da machen wir vielleicht auch noch ein bisschen anderes. Jetzt geht schon wieder dieser Regen los. Der ist immer so laut. Und jetzt kommt auch noch die Mixmaster-Show. Machen wir da hinten irgendwie so, vielleicht mal sowas hier. Schlamm. Aber ein bisschen weniger. Hier so Orang-Utans, die mögen vielleicht gar nicht so nur Sand. Die wollen vielleicht schon auch so ein bisschen. Ja, die leben ja nicht unbedingt im Sand. So ist vielleicht besser für die, glaube ich. Oder machen wir das schon mal so für die Orang-Utans? Das kommt schon ganz gut. Jetzt brauchen wir noch. Oh mein Gott, wir haben die Orang-Utans vergessen. Vor lauter Orang-Utan-Geplapper. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Es gibt männliche Orang-Utans, weibliche Orang-Utans. Die sind alle gefährdet. Und Orang-Utan-Babys. Nehmen wir ein männliches und ein weibliches Orang-Utan-Baby oder wollen wir erwachsene Orang-Utans nehmen? Wir nehmen Erwachsene, die sind auch ein bisschen günstiger. Nehmen wir ein. Das war jetzt ein Mann hier, ne? Oder? Was ist das denn hier? Männlich. Aber wo steht denn männlich? Ja, das wollte ich doch wissen. Weiblich. Weiblich und männlich. So, die sind wesentlich geselliger. Jetzt machen wir vielleicht doch noch ein Baby dazu. Nee, aber ein weibliches Orang-Utan-Baby dazu. Da wird es hier mit der Geselligkeit gleich besser. Und noch einen weiblichen Orang-Utan dazu. Schwupp. Dann fühlen die sich gleich wohl. Oh, der Lebensraum ist irgendwie nicht groß genug für die, oder was? Der ist doch riesig hier, Leute. Wollt ihr euch jetzt hier beschweren? Und Spielzeug ist auch da. Na, sowas. Aber es fehlt immer noch Geselligkeit. Machen wir noch einen weiblichen Orang-Utan dazu. Wir wollen ja glückliche Orang-Utans. Jetzt warten wir mal ab ein bisschen. Vielleicht erholt sich diese Balken da auch von alleine. Nee, dann machen wir noch ein Baby. Babys kommen immer gut. Noch Gott, das reicht denen hier immer noch nicht. Bist verrückt. Dann gibt es halt noch einen männlichen in der Hoffnung, ein männliches Baby, dass es hier keinen Streit gibt. Ach, guck mal. Guck mal, was für ein leckeres Geräusch der macht, wenn der den hier laust. Der besteht aus purem Schlamm anscheinend, dieser Orang-Utan hier. Ach Gott, guck mal, da lausen sie sich auch. Och, sind die süß. Aber hier wird niemand angepinkelt. Und auch nicht mit sonstigen Körperflüssigkeiten bespritzt, bespuckt. Oder sonst wie, ne? So. Machen wir hier mal auf. Und verlangen natürlich viel mehr Geld. Oh, schade. Sie haben die Herausforderung nicht rechtzeitig geschafft. Da geht es jetzt um Dönergate. Das haben wir nicht rechtzeitig geschafft, leider. Schade. Machen wir, hier wird natürlich jetzt hinzugegriffen. Ich hatte ja jemand darauf hingewiesen, dass ich zu wenig Geld verlange. Hier in meinem Freizeitpark ist ja eigentlich immer alles viel teurer in Freizeitparks. Das ist vielleicht gar nicht so falsch.
Deshalb gehen wir hier jetzt mal Gas und nehmen ein bisschen mehr Geld. Und weil den Orang-Utans der Platz zu klein ist, erweitern wir mal noch hier hinten. So, und vielleicht können wir hier sogar auch noch bis ans Wasser gehen. Und ja, das müsste eigentlich jetzt, glaube ich, reichen. Jetzt stehen die hier und gucken die Orang-Utans an, aber ich glaube, da brauchen wir nicht noch eine Tribüne, eine reicht. Das ist ja auch eine mittelgroße, das sollte doch ausreichend sein. Vielleicht noch ein bisschen mehr hier so Spielzeug. Ich weiß nicht warum, für aggressive Raubtiere. Hm. Und mein Orang-Utan? Mit was spielt der nur hier mit? Etwas gefressen. Fleischfresser. Ich glaube, das Orang-Utan. Ach, guck mal hier. Die können die das. Gefrorene Früchte. Orang-Utans können mit Blocks aus gefrorenen Früchten spielen. So. Oh, der ist da reingeflogen ins Haus. Habt ihr es gesehen? Wie geht's denn jetzt hier unseren Orang-Utans? Na gut, die sollen sich halt jetzt mal vermehren. Dann wird es hier auch mit der Geselligkeit besser. Und der Lebensraum ist jetzt groß genug. Das haben wir gut vergrößert. Auf jeden Fall. So. Findet ihr das gut mit den Orang-Utans? Wie heißen die denn hier alle? Wir gucken vielleicht mal, wie die Babys heißen. Oh, sind die süß? Guck mal. Ein Baby-Orang-Utan. Ist ja eigentlich voll die Tierquälerei hier bei dem Krach. Otto heißt er. Und du? Olive-Orang-Utan. Und er ist tot. Ist der Owen? Hallo, Owen. Hat der gleich mit uns kommuniziert, der Owen? Ich sie raus, hier ist viel zu laut. Die armen Orang-Utans. Gut, aber die haben ja hier im Wald, um sich zu verstecken. Da ist nicht so laut wie hier drüben. Da ist auch nicht so hell. Guck mal, das geht schon. Oh Gott, jetzt geht gleich die Mixmaster-Gedönse-Show los. Nix wie weg. So, was ist denn eigentlich unser nächstes Ziel? Haben wir noch gar nicht geguckt. 450 Besucher im Park und 100 Besucher in einer sauberen Badeanlage. Da müssen wir doch mal nachschauen, ob unsere Badeanlage, die 450 Besucher haben wir schon. Ich glaube, unsere Badeanlage müssen wir zur Erfüllung dieses Ziels noch ein bisschen erweitern. Sonst wird das nicht klappen mit den 100 Besuchern, befürchte ich. Da machen wir doch einfach direkt hier weiter unser Geld. Naja, wir sind jetzt nicht gerade reich, aber wir könnten auch überhaupt mal gucken, wo doch bei mir alles so billig ist. Vielleicht können wir, haben wir schon hier Eintritt verlangt? Nee. Also wenn mal einer hier auf die Idee kommt, hier durchzulaufen, muss er jetzt mal hier 6 Euro berappen. Versteht es mit dem Eingang hier eh nicht so wirklich genau, weil man kann ja auch einfach hier rumgehen oder so. Oder hier hoch. Dann braucht man gar nicht hier durch den Eingang durchgehen. Aber gut, das ist halt vielleicht einfach so. Hier ist überall so ein bisschen Müll. Ich habe das Gefühl, dass der Bradford und... Ach, der Bradford ist ja alleine. Ich habe hier nur einen Mechaniker eingestellt. Müssen wir gleich noch einen Bradford einstellen. Ein zweiter Bradford. Der heißt aber nicht Bradford. Wie wollen wir den denn nennen? Den nennen wir auch Bradford. Achtung. Der heißt jetzt nur gleich auch... Ja, das ist der... Bradford Columbus. Okay. Habt ihr auch so gut gelacht wie ich? Nein? Dann halt nett. Heißt der jetzt überhaupt noch so? Ich glaube, ich habe das doch. Bradford Columbus. Columbus. Hihihi. So, hier, Orang-Utans und so. Vielleicht mache ich hier noch ein bisschen Wald hin. So ein bisschen. Oder vielleicht noch so eine größere Hecke hier. Ach, das geht gar nicht mit der Hecke. Na, dann halt vielleicht doch Wald. Ein Busch fahren. Nee, der ist zu klein. Weil ich will... Nee, ich will eigentlich gerade mal nur Bäume, weil ja dieses Affengedönse hier will vielleicht hier nicht so von der Odysseefahrt belästigt werden. Verstehst du? Verstehst du, wie ich das meine? So, dann sind die hier so ein bisschen wenigstens von dieser Odysseefahrt da abgetrennt und werden dann nicht so belästigt. Noch eine Weihnachtspalme dahin. So, 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 noch ein Mangroven. So, sehr schön. Abgetrennte Tiere. So. Man darf ja auch, glaube ich, den Lebensraum nicht zu arg zu... Oh. Naja gut, die bleibt jetzt halt noch da. Nicht zu arg zubauen, dann fühlen die sich irgendwann wieder nicht mehr so wohl, weil der Lebensraum zu eingeschränkt ist. Ja, aber jetzt ist alles in Ordnung hier. Alles in Budde auf dem Kudde. Was kann man hier machen? Sucht einen Schlafplatz. Ja, dann geh doch ins Haus, du Horns. Tier verkaufen. Nein. Tierkamera. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Ah. Guck mal, hier schmilzt unser Obst vor sich hin. Ach, wir sind jetzt das Tier.
Der sucht. Oh, jetzt hat er geschissen. Oh Gott, nichts mehr raus hier, hier raus. Hier wird ja nur gekackt. Meine Güte. Meine Güte. So, hier sind ein Haufen Leute am Start. Wir haben nur einen Getränkestand. Ich glaube, das sollten wir auch mal aufrüsten. Vielleicht machen wir hier unten hin mal irgendwie noch so einen Kokosnuss-Getränkestand. Vielleicht so hier hin mal. Machen das Ding auf, machen es wie überall und machen 20 Cent teurer. So, hier gibt es Kokosnussgetränke am Orang-Utan-Gedöns. So, aber wir wollen ja irgendwann auch mal hier gewinnen, deshalb machen wir jetzt Gewinne, Gewinne, Gewinne. Einmal abräume, freie Auswahl. Deshalb machen wir hier jetzt mal eine Erweiterung, würde ich sagen, von unserem Planschi-Becken. Machen wir mal so. Und da hinten hin kommt mal noch eins so. Und jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen nach oben, sodass wir irgendwie über diesen Weg drüber kommen. Ab hier geht das. Dann machen wir das doch einfach ab hier jetzt mal so. Und machen... Ja, wie machen wir das denn jetzt? Dann ist hier so ein Weg unten drunter durch. Irgendwie macht mein Hund hier gerade schon wieder Stress. Ah, ihr dürft nicht mehr mit hier rein, ich sag's euch. Dann ist rum. Schloss mit Lostik. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das hier weiter gerne haben will. Ich glaube, wir lassen es jetzt erstmal so. Brauchen hier so einen Aufgang, dass die da hoch können. Reicht das da? Ja, das reicht. Sehr gut. Und jetzt machen wir hier oben hin ein Becken und ich habe einen Plan. Wir machen nämlich jetzt mal eine Wasserrutsche. Oh, eine Wasserrutsche. Was ist eigentlich das hier? Die Fahrgäste werden von einer Wasserrutsche vor der Strecke entlang geschwemmt. Baut man denn das? Fängt das oben an? Oder wie funktioniert das? So? Wie baut man denn das? Dass die da einsteigen können auch. Und wo werden die hingeschwemmt? Soll ich das jetzt ausprobieren oder soll ich das lieber mal im Off ausprobieren? Hm.